Test am Mittwochnachmittag im Eilenriede-Stadion in der schönen 96-Akademie trat unser Team gegen Teutonia Ottensen an, das in der Regionalliga Nord aktuell eine starke Serie von 6 Siegen in Folge vorweisen kann. 96-Chefcoach Stefan Leitl schickte vor allem Spieler aufs Feld, die zuletzt nicht so viel Spielzeit hatten. Und nach einer kurzen Abtastphase zu Beginn übernahmen die Roten deutlich das Zepter. 19. Minute, Freistoß 96, ein Fall für Sebastian Kerk. Richtig fein gemacht, keine Abwehrchance für Ottensen-Keeper Zumak. Und 96 legte munter nach, kam in der Folgezeit zu weiteren Chancen. Der zweite Treffer aber fiel in Spielminute 39. Und wie? Celebi beim Freistoß, gedankenschnell der erste Schuss von Kerk, Weidand im Nachschuss. Und dann gibt es die zweite Chance über Yannick Dehm. Tänzchen auf der rechten Seite in den Strafraum gespielt zu Schaub. Der sieht Kerk, der zieht ab, Latte und dann der Nachschuss von Louis Schaub. Was ein Knaller und was für ein schönes Tor durch den Österreicher, der in der Vorwoche zum zweiten Mal Papa geworden ist. Im zweiten Durchgang feierten 3 96 U23-Spieler ihr Profi-Testspieldebüt. Louis Oppi, Lars Gindorf. Und er hier, das ist Robin Friedrich mit dem 3:0 in der 72. Spielminute. Beim 6:1 Kantersieg der U23 gegen Jellelo am Wochenende traf Friedrich doppelt. Jetzt ist der Stürmer nach feinem Pass vom starken Louis Schaub bei den Profis allein auf weiter Flur und netzt eiskalt ein. Dann waren die Gäste dran. Im direkten Gegenzug nach dem Anstoß tauchte Mike Lukowitz vor 96-Keeper Leo Weinkauf auf und sorgte in der 73. Minute für den Ehrentreffer. Der Schlusspunkt gehörte dann aber wieder 96. Gute Balleroberung von Tom Mustier und dann schaltet Nicolo Tresoldi schnell und schiebt ganz überlegt ins lange Eck ein. 4:1, ein guter Test, bei dem der eine oder andere 96-Profi, der zuletzt weniger im Einsatz war, durchaus auf sich aufmerksam machen konnte.